Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ein kluger Bürgermeister aus Tübingen hat das heutige Thema schon einmal auf den Punkt gebracht. Zitat: Ich bin rechtlich verpflichtet, für die Flüchtlinge zu bauen, aber ich bin nicht verpflichtet, für die schon länger hier Lebenden eine Wohnung bereitzustellen. Das ist die Rechtslage. Zitat Ende. Und genau darum geht es heute hier. Wir reden wieder einmal über die Mutter aller Probleme. Aber hören wir zunächst kurz, bevor das Geschrei anfängt von Ihnen, hören wir zunächst kurz, was auf den Internetseiten, Sie werden es noch oft hören müssen, wenn Sie diese Politik weitertreiben, werden Sie noch oft hören müssen. Das langweilt Sie, aber das ist Ihr Problem, was Sie verursacht haben. Auf den Internetseiten des Bundestages lässt sich zunächst Folgendes lesen, Zitat: Bund, Länder, Kommunen, alle weiteren Beteiligten wollen gemeinsam daran arbeiten, dass jede wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Person bis 2030 ein passendes Wohnungsangebot erhält. Dies sieht der von der Bundesregierung als Unterrichtung vorgelegte Nationale Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit 2024 vor. Darin heißt es, in Deutschland sowie in vielen anderen europäischen und außereuropäischen Ländern seien Wohnungsknappheit sowie Wohnungs- und Obdachlosigkeit ein wachsendes Problem. Insbesondere, wen wundert es, im Segment für geringe Einkommen fehle es vielerorts an bezahlbarem Wohnraum. So der Text auf bundestag.de. Und weiter, Zitat: Eine wesentliche Voraussetzung bei der Bekämpfung von Wohnungslosigkeit sei ein ausreichendes Angebot an bezahlbarem Wohnraum. Ach, wer hätte das gedacht? Zitat Ende. Als wohnungslos gilt im Übrigen, wer keinen eigenen Mietvertrag oder dingliches Recht an einer Wohnung hat. Also kurzum, wer ein Dach über dem Kopf hat, aber keine eigene Wohnung, gilt als wohnungslos und nicht obdachlos. 2008 gab es in Deutschland gerade mal knapp 230.000 Wohnungslose. 2016, also nach Beginn der Merkel'schen Flüchtlingskrise, waren es über 800.000, also gut vervierfacht. Derzeit gelten über 370.000 als wohnungslos, gut 37.000 als obdachlos in unserem Land. Und wichtig zu wissen, aber die meisten haben es ja schon geahnt, deutlich über 80% sind keine Deutschen. Wohnungslosigkeit ist vor allem eine Folge der Masseneinwanderung der letzten Jahre, und zwar sowohl die Wohnungslosigkeit der Sozialmigranten, die hier hinkommen, von ihnen hier reingeholt werden, als auch der Einheimischen. Denn es gibt immer mehr Bedarf an Wohnraum durch die Masseneinwanderung. Gleichzeitig gibt es aber nicht mehr Geld für diesen Bedarf. In der Folge haben die wirklich bedürftigen Einheimischen, denen es schon schlecht geht, noch weniger Aussichten auf eine Wohnung oder sonstige Unterstützung. Die Mittel fehlen. Einheimische werden verdrängt durch Sie und sind Opfer einer inländerfeindlichen rot-grünen Politik durch Sie. Zitat: Für die Menschen auf der Straße bringt der Plan gar nichts, meint der Hinz und Kunz Geschäftsführer Jürgen Sturm, Geschäftsführer dieser Obdachlosenzeitung. Und weiter, Zitat: Hier werden nur bekannte Probleme aufgelistet, aber keine messbaren Ziele festgelegt und keine konkreten Hilfen beschlossen. Denn woher ausreichend Geld für den Bau der dringend benötigten Wohnungen kommen soll, steht nicht im Aktionsplan. Und weiter, Herr Sturm von Hinz und Kunz: Wir brauchen keine weiteren Absichtserklärungen und Leuchtturmprojekte, sondern konkrete Maßnahmen und Mittel, um die Not der Obdachlosen und weiterer Personen zu lindern. Ohne Wohnung ist ein menschenwürdiges Leben nicht möglich. Wissen Sie, was das nachhaltigste Mittel für ein menschenwürdiges Leben bedürftiger Einheimischer ist? Zumal für einen angemessenen Wohnraumversorgung. Ja, wir reden über Einheimische, wir sind hier in Deutschland. Wissen Sie, was das ist? Wissen Sie, was das ist? Das Grundgesetz finden Sie ja immer wieder. Und genau da setze ich an. Die menschenwürdige Unterbringung von Leuten, von Einheimischen in unserem Land heißt als Lösung Remigration. Und zwar massenhaft. Genau das, was Ihr Kanzler fordert, aber nicht tut. Konsequente Abschiebung, Ende der Massenanwanderung. Kommen Sie bitte zum Schluss. Ihre Redezeit ist vorbei. Einmal über die Belange von Einheimischen in diesem Parlament. Das wäre ein großer Fortschritt. Artikel 1. Herr Beckham, Ihre Rede.